Das ist schon fein. Du plagst dich ja gar nicht mehr, gell? Also mach ich es mit meinem Nice. Ja, Hammer. Ein bisschen neugierig. Beide Bühnen sind da. Wir können ja mal durchgehen. Der Fabian zeigt euch am besten die Produkte, würde ich sagen, oder? Gerne. Ich denke, dass wir da mal ganz normal durchgehen. Also eine Hebebühnenserie von 3 Tonnen bis zu 5 Tonnen. Wir werden das dann auch in Zukunft noch erweitern auf 5,5, 6,5 und 7,5 Tonnen. Dann haben wir auch ein Portfolio Einzahnhebebühnen. Das ist so ein Quad, Motorrad, Rasentraktor, Einzahnhebebühne. Dann haben wir eine 3,5 Tonnen und eine 2,5 Tonnen im mobilen und im stationären Einsatz. Also alles, was jetzt hier zu sehen ist, ist 100% die Entwicklung von ATH Heim, was bei uns gang und gäbe ist, was auch in Deutschland im Bereich Fahrassistenzsystemkalibrationen, Scheinwerfer, Einstellstände oder auch Achsermessung, Schnellannahme, TÜV, Reparatur, haben wir natürlich die großen Schirmhebebühnen, die entweder als Unterflug oder Überflug verbaut werden können, zu einem extrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und jetzt mal zurück zum Thema 5 Tonnen Auffahrscherenhebebühnen. Sind wir Marktführer im Bereich Hebebühnen über 5 Tonnen. Das ist auch die Generation 5, also hier haben wir sehr, sehr viel Herzblut mit eingelegt, um natürlich auch die Optik, die Funktion und natürlich auch das Korrosionsthema, was einfach bekannt ist, im weitesten Sinne so gering wie möglich zu halten. Also das ist auf jeden Fall schneller als die wir bei meiner alten Firma drin hatten. Aber es ist auch nicht so fein. Wenn es so schnell oben ist, dann musst du auch viel schneller zu arbeiten. Also das kannst du dann die Bühne auch hernehmen für Achsvermessungen? Genau, also das ist okay. Annahme, Reparatur, Achsvermessung, Scheinwerfer Einstellplatz, Fahrassistenzkalibrationsstand oder als Schnell-TÜV-Annahme. Also auffahren, hochfahren, Räder freiheben, TÜV kontrollieren, absenken und nächstes Auto drauf. Und wie gesagt, hier ist man einfach wirklich komplett universell. Also wenn jetzt dann diese 5 Meter Fahrschienenlänge nicht ausreichen würde, kann ich es vorne optional nochmal 60 cm verlängern. Was habt ihr an Hebebühnen? Was wäre da zum Beispiel euer günstigstes, sagen wir mal jetzt, für den, der was das gerne in der Garage haben möchte? Ich sage mal, wenn es jetzt eine normale Bühne sein müsste, Garage, wo ich die Hubhöhe nicht habe, reicht die normale Flex. Ja. Es ist mobil, überfahren. 230 Volt, also der Endkunde oder auch der Endnutzer im Privatbereich, wenn er sie braucht, dann zieht er sie von der Garage heraus, steckt sie ganz normal über Lichtstrom her an und dann kann er einfach sein Fahrzeug hier hochheben, dass er einfach seine Rad, Reifen, Bremse etc. oder auch Ölwechsel oder auch mal rauswaschen. Ja. Kann er natürlich auch im Winter machen. Für die Detailer unter euch. Es ist All-in-One, also mit WDK-Zertifizierung, mit vollautomatischen Montagefinger, mit Radheber, mit Abdrücker. Das also ist alles, was tatsächlich die Werkstatt braucht. Also auch jetzt alle unsere Maschinen sind ganz explizit auf die WDK-Zertifizierung hier auch geprüft. Sag ich mal, da wird es zentral gespannt, oder? Bei den anderen wird es quasi also mit den normalen Haltern. Also bei 72Z ist eine Zentralspannung und die Standardmaschinen haben unterschiedliche Tellervarianten. Also ob das jetzt ein variabler Teller ist von 8 bis 26 Zoll oder die Standards dann von 12 bis 22, ist natürlich den Kunden dann überlassen. Was ist der Maximum? Also hier sind rein von der Felge her haben wir jetzt die bestimmt auf 26 Zoll, aber kompletter Raddurchmesser sind 1,05 Meter. Also die ist für einen normalen Standardbereich ja vollkommen ausreichend. Ja. 26 Zoll. Und wie gesagt, zwei Drehgeschwindigkeiten und natürlich die optimalste Geschwindigkeit und auch den Komfort für den Betreiber zu nutzen. Und wie gesagt, bei der Z haben wir natürlich sehr stark auf den Komfort her für den Kunden gesetzt, um natürlich diese schweren Räder nicht von unten, vom Rücken und von den Knien her rauszuheben, sondern mit einem zentralen Radheber. Aber das Gute ist, dass die Azubis noch schön jung sind. Ja, dann ist das kein Thema. Ja. Und das ist auch geil. Ja, also ich muss jetzt hier das Rad nicht großartig irgendwo bewegen. Ich fasse hier runter. Roll hier drauf, nächstes Rad. Das hat hier mein Rad.
und würde es dann mit der Zentralspannung nochmal zusätzlich zentrieren. Ich kenne es nur irgendwie so mechanisch, dass man da selber irgendwie so das genau, umlegen muss. Und hat alles, was er braucht. Die kostet 4.000 Euro. So wie sie da steht. So wie sie da steht. Boah, das ist optimal. Ja. Da muss ich an meine Lehrzeit denken, da wir hatten eine mit einem normalen Arm, also ohne Hilfsarm. Ja. Und da haben wir zu dritt dann bei die Porsche rein und so montiert mit den 40er Querschnitt oder so. Und, so. Und dann aufpassen, dass die Felge nicht zerkratzt. Ja. Ja, ich muss jetzt sagen, also in meiner Zeit, also ich in der Werkstatt hatte nie eine Schulung dafür. Ja. Also für normale Montage. Ich kenne es von Riesenfirma, ja. Hauptsächlich nur Reifen eigentlich, gehört auch zu und ist eigentlich echt interessant, was dahinter Reifen und der Montage so alles steckt. Ja. Ich kenne es nur, Montage, zack, drauf, rein, fertig. Marketing hier, hat einen super Job gemacht, der hat echt so viel gearbeitet, also wir haben so einen interaktiven Katalog, wo du wirklich alles anklicken kannst, den geben wir euch auch mit, dann hast du den Katalog, dann gehst du rein. Dann kannst du wirklich die Bedienungsanleitungen die direkt im Katalog runterladen. Also da sind wir echt stark. Habt ihr da schon QR-Codes auf euren Produkten? Ja. Ganz wichtig ist natürlich der Katalog an sich selbst, den wollen wir natürlich auch pushen. Da ist einmal die komplette QR-Thematik immer hinterlegt und natürlich auch den Kunden, also ob jetzt der Partner von uns ist als Großhändler oder auch der End-User, also tatsächlich auch die Person in der Werkstatt, wenn der unseren Katalog hier hat, er hat ihn einmal gescannt, hat ihn auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder auch auf dem Rechner und hat immer hier up-to-date die aktuellsten Daten, was er natürlich braucht. Also das ist quasi das wirklich die Neuerung dran, dass wir wirklich auch wirklich schauen können, wo der Kunde auch gezielt hinklickt, wo er sich noch mehr Informationen auch holen will. Wir haben es auch versucht, das alles auch multilingual zu machen, dass quasi wirklich auch wir das in allen Sprachen anbieten. Auch die Bedienungsanleitungen sind in 8 Sprachen veröffentlicht, was so auch nicht üblich ist, sage ich mal. Und wenn wir jetzt sehen, die und die, der Artikel wird jetzt öfter, braucht mehr Infomaterial, dann können wir das halt im Nachhinein auch in live hinzufügen. Das heißt, wie früher war halt die Geschichte, man hat einen Katalog gedruckt, der wurde dann rausgegeben und der war ein halbes Jahr aktuell. Und in der Zeit sind viele Änderungen gekommen. Das machen wir jetzt live. Das heißt quasi, wenn eine Änderung an der Maschine ist, wenn eine Aktualisierung ist, dann ist der am nächsten Tag ist der live und kann der Kunde quasi auf die neuen Informationen zurückgreifen. So. Ja, wir kriegen hier eine Maschine. Wir nehmen 2 Maschinen mit und eine Presse. Oder wenn man dann eh schon in das Professionellere geht, die haben ja ihre Reifenmontagestraßen. Also es wird dann vom Fahrzeug heruntergeschraubt, wird auf die Rollbahn gelegt und wird dann gerutscht zur Montiermaschine, wird es dann montiert, demontiert, geht wieder auf das Rollbrett und geht dann weiter zur Wuchtmaschine. Also dann ist sowas? Natürlich auch der Radgeber auch nicht unbedingt notwendig. Echt? Ja. Weil das ist ja voll krass. Ich habe ja nur einen bescheidenen Werkstatt. Genau, also zu der Maschine an sich selbst, es wie es einfach sein sollte, natürlich ein Spanglauensystem. Bei der M72 haben wir dieses Spanglauensystem von 8 bis 26 Zoll, das ist dreimal verstellbar. Ein besonderes Highlight von der 72er ist einfach, es sind integrierte Spanglauen. Diese Kunststoffschütze nicht aufgesteckt sind wie bei anderen Herstellern oder bei unseren günstigeren Maschinen, sondern dass die integriert zusätzlich verschraubt sind, dass wenn einfach dann der Reifen, was er einfach macht, zurück in die Felge blocken möchte, nicht die Spanglaue zwischen Felge und Reifen hält. Und hier haben wir dann unsere 3 Schnelleinstellungen. Das ist dann hier die Zoll. Genau, also hier sieht man einmal die Zoll, die 3 Punkte und dann kann man natürlich ganz einfach das Spannfeld ohne weiteres reduzieren, erweitern oder auf Standard lassen. Dann, wie gesagt, habe ich dann meine 3 Punkte, wo ich mein Spannfeld positionieren kann. Dann wird natürlich die Felge in die Spanglauen gelegt und dann kann es natürlich auch passieren, in der Runflat UAP-Reifen, dass der Reifen breit ist als die Felge und ich kann dann die Felge nicht in die Klauen reindrücken. Ja. Und dann gibt es natürlich hier die Besonderheit, den Hülsenmontagearm. Ich kann hier natürlich dann die Felge sauber hineindrücken, dass die Klauen sauber positioniert sind. Und dann spanne ich natürlich
Das war auch nicht gehört. Was kann man da anfangen? Da kommen wir dann gleich noch dazu. Das ist voll das Luxusgerät. Also es ist definitiv, also auch die Maschine wieder. Ganz. Da kommen wir auch zur Frage, für was das ist. Das ist die Arretierung der Hauptmontagerolle. Ich kann sie hier vernünftig hier positionieren und dann arretiere ich sie pneumatisch und ist genau in dieser Position hier fixiert. Dann fahre ich natürlich an die Felge heran, ziehe sie ganz hin und dann wird sie arretiert. Dann habe ich genau die Position, wo ich natürlich für die Reifenmontage und Demontage benötige. Dann unterstütze ich den automatischen Montagefinger beim Einfahren. Hier der Clou ist es auch stufenlos, also ich muss nicht wie bei anderen Herstellern rein raus, sondern ich kann genau nachvollziehen, was mein Finger macht. Und dann ist er unter Reifen und zwischen Felgen, fahre raus, unterstütze den Reifen auf der Gegenseite, dass er natürlich auch unter dem Felgenbett ist. Und dann ziehe ich ihn stufenlos raus. Das ist schon fein. Und dann, da plagst du dich halt gar nicht mehr, gell? Also mache ich es mit dem weißen Hemd, also ich berühre den Reifen gar nicht. Kurz noch die Wuchtmaschinen, also W82 Touch. Also kann ich dann auch hier über das Touchbild alles mit ansteuern, alles mit eingeben, was ich machen möchte. Prinzipiell ist die Maschine an sich selbst ein Vollautomat. Also ich gehe hier an die Felgenschulter heran. Die Maschine erkennt automatisch Abstand und Durchmesser. Ich bin eine Stahlfelge, gehe hier mit der 3D-Messlehre noch an die Schulter. Hab die Breite und kann Stahlfelgen wuchten, also sofort fertig. Oder ich gehe zweimal in die Felge hinein, erkennt die Maschine automatisch, hoppala, ich bin eine Aluminiumfelge, ich brauche gar nichts eingeben. Okay. Dann weiterer Vorteil von der 82er, man hat hier eine Pneumatikspannung, also die restlichen, die haben eine Windewelle und hier sind wir natürlich in der Pneumatikspannung. Und das ist natürlich schon, gerade wenn es um Komfort und Geschwindigkeit geht, das Optimale. Also im Zusammenhang mit einem Radhebel kann ich natürlich hier mein Rad hier so platzieren, wie ich sie haben möchte. Zensieren. Ja, zensieren. Stell dir mal vor, dann wüssten die Azubis, wie gut sie es haben können. Genau. Es gibt schon alles, ihr müsstet euch gar nicht so plagen. Vom Ablauf her sind alle nahezu identisch, also sprich vollautomatisch. Ich habe hier die Daten eingegeben, mache hier meinen Deckel zu, kann dann einstellen, entweder per Start oder automatisch. Die Maschine Zeigt dir sogar die Punkte an. Cool. Zeigt die Punkte an und arretiert natürlich genau auf diese Position. Mit der Arretierung kommt auch hier die Radinnenbeleuchtung. Und dann weiß ich ganz genau, ich habe hier die 15 Gramm. Die werden dann hier eingeklickt und dann gehe ich natürlich so weit rein, wie es die Maschine hervorgibt und würde sie dann auf der Nullposition hier anklicken, da wo ich auch gemessen habe. Also hier werden Sachen getestet, Prototypen getestet, aufgebaut, angeschaut, Stichprobentestung in der Qualität gemacht. Wenn mal eine Reparatur zu machen ist, dann machen wir Reparaturen hier. Und das haben wir halt hier in dem Service-Team abgebildet. Hier arbeiten 10 Leute, die sich wirklich tagtäglich um Service, um Technik, kundenspezifische Montagen, Umbauten, Umbauten, Inhouse-Service. Also hier sieht man zum Beispiel kundenspezifische Reparaturen oder Wartungsaufträge. Da kommen halt dann selbstständig. Es gibt dann den Serviceprotokoll, was gemacht werden müsste, wird dann über die Werkstatt generiert und geht dann wieder zurück zum Kunden. Und sagen wir mal bei uns also ein System dokumentiert, was ist verbaut, was ist gemacht worden, warum. Und so können wir halt auch garantieren, dass da wirklich die Qualität. Und vor allem erstmal genau Qualität. Geschwindigkeit und trotz allem Kosten. Weil ich sage jetzt einmal, die Werkstätten sind in komplett Deutschland verstreut, die Servicepartner sind vielleicht schon in der Nähe, aber der Techniker, der sitzt dann 300 Kilometer weiter weg.
sondern man frisst ja. Die sind schon so schön verpackt. Genau, die sind jetzt für euch extra vorbereitet. Oh ja. Ich werde deren auch öfter in Videos sehen, denke ich. Ja. Hier komplett in der Holzkiste drin. Genau. Wie kriegen wir die jetzt in den Transporter rein? Der Fabian schafft. Wie kriegen wir sie raus? Wie kriegen wir sie raus? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das wäre cool. Ja, das kriegen wir schon hinten mit dem Traktor reinfahren.